Wir sind heute Abend in der Stadt Voitsberg und wie Sie hinter mir sehen können, ist schon ordentlich was los. Um genau zu sein, wir sind am Maturaball unserer HAK. Und was jetzt erwartet, schauen wir uns jetzt an. Deine Maturaball heute? Ja, es geht. Nein, eigentlich nicht. Ich freue mich nicht drauf. Ja. Jetzt zwar geht's noch, aber sobald die Leute da sind, extremst. Ja, natürlich. Ja. Nein, nicht so. Ja, etwas schon. Ja, ich glaube, es ist immer eine gewisse Spannung vorhanden. Das auf jeden Fall. Ja, vorher haben wir schon eine kleine Kleidbahn gehabt und die haben wir Gott sei Dank jetzt richten können. Ja, etwas von der Polonaise-Form. Ja, bin ich. Eigentlich nicht. Ne? Und jetzt ist aber die Aufregung ein bisschen milder, weil alles hinhaut. Glauben Sie, dass es in unserem Bezirk einige Ausnahmetalente gibt? Ja, gibt es auf jeden Fall. Es gibt sicher noch, die meisten Ausnahmetalente sind halt im Gymnasium oben, aber es gibt sicher auch da Ausnahmetalente, die hoffentlich weitermachen werden in dem Bereich. Motto ANKER setzen, eigentlich auch so verstehen, dass die 5 Jahre für die Fisch waren?
auf keinen Fall. Die Schüler haben eine fundierte kaufmännische Ausbildung und somit den Schlüssel zum Erfolg erlangt. Das glaube ich überhaupt nicht. Also die 5 Jahre waren, glaube ich, weder für die Fische noch sonst irgendwie fürs Meer. Ich denke mal, dass das eigentlich 5 schöne Jahre waren. Nein, so kann man sicherlich nicht verstehen. Und zwar, wenn man sich den ganzen Ball anschaut und überlegt, dass das Jugendliche organisiert haben, die das erste Mal ein Mega-Event mit 1000 Leuten organisieren, dann weiß man, dass diese Ausbildung sicherlich nicht für die Fische war.